Dankeschön. Danke, Köln. Vielen Dank. Dziękuję. Ach, herrlich. Leute, ich bin ganz gut drauf, weil ich komme gerade aus dem Urlaub. Bis vor kurzem war ich in Danzig in Polen. Da fahre ich jedes Jahr mit meiner polnischstämmigen Freundin für eine Woche hin, so ihre Onkels und Tanten besuchen. Danzig habe ich über all die Jahre lieben gelernt, kenne ich aber allzu gut. Deshalb bleibe ich jetzt am liebsten dort daheim und gucke polnisches Fernsehen. Und zwar Hollywood-Filme, die auf Polnisch synchronisiert sind. Kennt ihr die polnische Synchrokultur? Für die, die es nicht kennen, erkläre ich es mal. Also, in Polen gibt es einen Mann, der spricht alle Rollen. Und das noch nicht mal lippensynchron, ja? Mann, Frau, Kind, völlig wurscht. Der lief Pretty Woman mit Julia Roberts. Ich schwöre, Julia Roberts macht den Mund auf, kommt da raus. Dzień dobry, Edward. Kommt hier. Ey, da habe ich auch eine Runde gelacht, auch zu meiner Freundin gesagt, ey, sei mir nicht böse, ich liebe euren Synchrotypen, aber wenn der die Frauen synchronisiert, jetzt mal ernsthaft, Julia Roberts mit so einer tiefen Stimme, meine Freundin nur, warum? Verstehe ich nicht. Ja, wirklich, das geht nicht. Nee, nee. Ich dachte mir, was für ein Fame muss dieser Typ haben, wenn er alle Rollen synchronisiert. Das ist mal ernsthaft, der wird doch überall erkannt. Stell dich mal vor, der geht in eine Bäckerei und tanzt sich rein. Oh, Cześć, Zotter jest. Alle so, Julia Roberts. Dziękuję, dziękuję, proszę, proszę. Koreaner und Polen ist eh eine spannende Mischung, ich mit meiner Freundin. Also es war Liebe auf den ersten Blick, wie ich sie zum ersten Mal gesehen habe, wie sie mein Fahrradschloss am Aufknacken war. Da wusste ich, die oder keine. Nein, ich bin Popolski, Popolski. Leute, ich sage euch eins. Es ist für asiatische Jungs eh so schwer, irgendwie ein Date zu finden. Jetzt mal ernsthaft, die Damen. Wir asiatischen Jungs, wir sind doch in eurem Ranking ganz weit unten, oder? Ne? Ja, ist doch wahr. Hinter Hund und Katze. Ist doch so. Ja, ich habe lange überlegt, ey, woran liegt das? Und da ist mir klar geworden, das liegt an unserem Image. Ja? Wie kennt man uns denn? Entweder als China-Restaurant-Kellner. Ja, sagen wir doch ehrlich. Oder mit süßem Mackie-Haarschnitt. Süß wie ein Monchichi und gut im Tischtennis. Aber weißt du, was uns fehlt? Dieses rebellische Image. Dieses Bad-Boy-Image. Das fehlt uns. Bestes Beispiel, Pitak. Mein philippinischer Kumpel. 1,50 groß. Hip-Hopper. Macht immer auf Bad Boy, geht immer in die Hose. Ich schwöre euch, auf jeder Hip-Hop-Party sucht er sich die 1,90-Typen an und macht die blöd an. Ey, du, ba guck du so. Ha? Willst du Pau auf die Fresse? Du Opfer! Ich schwöre euch. Ey. Moment. Ich schwöre euch, die wollen den alle nur adoptieren. Lass dich mal drücken, du Kleiner. Lack mich los, lack mich los. Und die Rhymes vom Pittach, ey, das geht gar nicht. Ey, yo, Iljong, ich hab neue Rhyme, ja, hör mir gut zu. Ey, yo, yo, mein Name ist Pittach, ich bin nicht klein. Mein Pipi-Mann ist so groß wie mein linke Bein. Yo, check it out. So, man muss dazu sagen, dass Pittach relativ kurze Beine hat. Aber dick sind sie, weil es kommt ja auch auf die Dicke an, doch da schweife ich ab. Aber Leute, ich bin sehr froh, hier eingeladen worden zu sein. Ich bin jetzt seit 5 Jahren Stand-Up-Comedian. Ich habe die Bühne lieben gelernt. Und ich hatte schon viele Jobs in meinem Leben. In meiner Jugend habe ich Eis verkauft, hier bei uns im Rhein-Energie-Stadion. Ne? Problem war nur, ich habe immer Eis, Eis gerufen. Das ganze Stadion hat Reis, Reis zurückgebrüllt. Aber da habe ich gemerkt, das ist eine Audience. Ne? Mir ist aber klar geworden, dass das Leben an sich eine einzige Bühne ist. Ich bin letztens von Köln nach Berlin geflogen, da ist mir klar geworden, dass so eine Gangway für jeden Flugbegleiter sowas sein kann wie eine Broadway-Stage. Da war ein verzauberter Flugbegleiter, wie wir in Köln sagen würden. Wir verstehen uns, Köln. Ich schwöre euch, der dachte, der wäre in einem Madonna-Video. Der ist schon so durch die Gangway gelatscht. Fasten your seatbelts and strike a pose. Fasten your seatbelts and strike a pose. Bei den Instruktionen ist er mit ihm durchgegangen. Okay, Leute, emergency exits, left and right. Just wave your hands and feel the flight Vogue. Madonna-Fans hier. Madonna. Madonna. Strike a pose. Strike a pose. Ich bin ganz großer Madonna-Fan, ich bin aufgesprungen. Ey, Digga, Marlon Brando, Jimmy Dean, on a cover of a magazine, Vogue. Der Flugbegleiter, sag mal, wo kommst du denn her? Aus Köln. Ich auch! In 8 Kilometern Höhe, Party! Habt ihr eine Packung Morsche reingeschmissen, dann Filmriss gehabt. In diesem Sinne, bis gleich. Dankeschön, Köln, ihr wart wunderbar. Vielen Dank. Dziękuję. Mille grazie.